Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Pet Simulator X. In dem Video werde ich ein paar der neuen Steampunk-Eggs öffnen. Das habe ich ja gestern im Livestream nicht wirklich geschafft, weil ich einfach nicht genug Cash zusammen hatte. An dieser Kiste habe ich jetzt aber die ganze Nacht lang gefarmt. Boss hat auch die ganze Nacht lang gefarmt. Und jetzt habe ich 300 Millionen, na, oder 340 Millionen Tech-Coins zusammen. Das reicht immer noch nicht, um ultra viele Eggs zu öffnen. Aber es sollte immerhin schon für über 200 Eggs reichen. Und die werde ich jetzt auch mal öffnen, damit ich ein paar der neuen Steampunk-Pets hatchen kann. Naja, und bevor ich hier die Eggs öffne, werde ich mir natürlich nochmal Boosts reinhauen. Weil sonst sehe ich sowieso gar nichts Gutes. Erstmal ein Super-Lucky-Boost, ein Ultra-Lucky-Boost. Und ich hoffe einfach, dass ich es jetzt endlich mal schaffe, ein Mythical-Pet zu ziehen. Weil es kann doch nicht sein, dass ich nach all der Zeit... Endlich ein Epic-Pet? Immerhin, das ist doch schon mal ein gutes Omen. Dass wir mit einem Epic-Pet anfangen. Es kann doch nicht sein, dass ich nach all der Zeit, die ich jetzt Pet Simulator X spiele, noch nie ein Mythical Pet gezogen habe. Natürlich, ich habe nicht den Mythical Hunter Pass, aber es ist auch ohne den Pass möglich. Es ist sehr unwahrscheinlich, ja. Aber ich spiele schon ziemlich lang und ich habe auch schon ziemlich viele Eggs gehatcht. Ich habe echt viel gemacht. Und ich möchte jetzt endlich mal ein Mythical Pet ziehen. Die einzigen Mythicals, die ich habe, die habe ich von Fuchs. Oder, ja, ich habe die, glaube ich, alle von Roblox Felix bekommen. Den hier habe ich von Roblox Felix bekommen. Den hier habe ich von Roblox Felix bekommen. Das Mythical Pet in Angelus, den ich damals verlost habe, habe ich von Roblox Felix oder Roblox Victor bekommen. Ich glaube, Roblox Felix auch. Und den A36, den wir verlost haben in Dark Matter, für den haben ich, Roblox Felix und LPLD einfach unsere Diamonds zusammengelegt, um den beim Traveling Merchant zu holen. Und dann hat Roblox Felix nochmal 1000 Robux ausgegeben, also 800 glaube ich. Ich glaube 800 Robux ausgegeben, um den Dark Matter zu machen. Ich dachte gerade, ehrenlos, wer Pets verschenkt. Da bin ich ganz deiner Meinung. Deswegen werden wir heute keine Pets verschenken. Vielleicht werde ich Pets verschenken. Wahrscheinlich nicht. Weil wenn ich 200 Eggs zu öffnen habe, ich habe ja gar nicht diese 3 Eggs, die man gleichzeitig öffnet. Ich habe gar kein Triple-Dings-Hatch-Pass-Dings-Bla. Nee, wie heißt das? Egg-Skip-Hatch-Skip? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe die ganzen Game-Pässe nicht. Deswegen dauert das sowieso sehr lange. Das wäre doch so schön, ey, wenn ich wenigstens hier mal die hier bekomme. Ich meine, die wird nicht so unwahrscheinlich sein. Ich meine, gestern, als der Livestream rauskam, gab es schon ein paar Leute, die in den Chat geschrieben haben, dass sie diese Mechanical Spider oder wie die heißt, schon haben. Jemand, Steampunk Fisch, darüber bin ich froh, wenn ich davon ein paar mehr ziehe. Das geht auch, klar. Aber, ja, auf unserem Discord-Server hat auch jemand dann einen Screenshot von reingeschickt und dann gab es noch jemanden im Chat, der uns die ganze Zeit dieses Pet schenken wollte und wir haben es nicht angenommen, weil ich nehme nicht so gerne Geschenke an, ich verlose lieber Pets, aber ihr braucht mir keine Pets geben, auch nicht zum Verlosen. Dann ist er rübergegangen zu Roblox Victor und Roblox Victor hat es auch nicht angenommen. Leben ist hart. Also wenn ihr unbedingt selber Pets verschenken wollt, dann werdet doch auch YouTuber. Wir brauchen mehr Roblox-YouTuber, Leute. Wir brauchen mehr Mining Bowl, yeah. Grundsätzlich schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr die neuen Eggs findet oder die neuen Pets hier findet. Die, diese Magic Duck finde ich jetzt nicht so beeindruckend, das ist ganz nett, aber der Steampunk-Fisch, das passt halt zumindest zum Topic Steampunk alles. Das ist alles so mechanisch. Da wurde auch ein bisschen mehr Zeit reingesteckt, als dasselbe Würfelmodell zu nehmen und dann eine andere Textur raufzuklatschen, weil die Pets wurden ja wirklich dann nochmal extra gemodelt. Die Grundstruktur vielleicht nicht, ja. Aber hier diese Drills bei dem Typen, die Brille, das wurde alles extra gemodelt, diese Eggs. Da wurde mehr Arbeit reingesteckt, als zumindest bei Pet Simulator 1 in die neuen Pets gesteckt wurde. Wobei, man kann ja nicht bewerten, wie viel Arbeit reingesteckt wurde. Vielleicht hat Preston damals im Pet Simulator 1 noch viel mehr Arbeit reingesteckt, aber war einfach schlechter darin. Auf jeden Fall steckt da mehr Qualität drin. Warte mal, Augenblick. Kann es sein, dass es zwei neue Ranks gibt? Weil ich habe Insane Hacker gerade mal auf 4%. Okay, ich kann mir nicht kaufen. Vielleicht gibt es tatsächlich noch etwas hinter Insane Hacker. Das fällt mir gerade so auf. Weil früher war es immer so, wenn die einen neuen Rank hinzugefügt haben, dann habe ich den freigeschaltet und war instant auf 100%. Aber jetzt habe ich den auf 4%. Das bedeutet ja, dass da theoretisch noch ein zweiter Rank hinter sein könnte, oder nicht? Entweder der hat das mit den Prozentvergaben geändert, oder da gibt es jetzt einen zweiten Rank. Also, was heißt einen zweiten, weiteren Rank? Was meint ihr denn, was nach Insane Hacker kommt? Ich meine, das wird er wohl noch niemals erreicht haben, es sei denn, jemand hat sich das gekauft. Na gut. Ich habe jetzt aber auch schon richtig viel durchgelabert und kaum Eggs geöffnet, ne? Bin die ganze Zeit am Eggs öffnen. Ich habe gerade mal, was waren das, 80.000? Ich glaube, nicht mal 80 Millionen Gems ausgegeben. Ich glaube, die nächsten Eggs, die werde ich einfach mal durch Speedrun. Ich stelle mich auf Mute. Ihr werdet ja sehen, wie viele Eggs ich jetzt schon. Drrt.
mein Inventory ist voll. Mittendrin habe ich auch schon irgendwann geglaubt, ja, stimmt, ich habe ja, glaube ich, nur so um die 100, 150 Slots, ne? Also muss ich jetzt schon mal ein paar Pets Gold machen, bevor ich weitermachen kann. Aber das können wir ja mal easy machen, ne? So, gehen wir rüber zur Goldmaschine und ich würde sagen, den Part hier, den werde ich dann auch skippen. Uiui. Kann ich den einfach nicht einfach mal Gold machen mit einer 13%igen Chance? Aber nee, der steht auf 187, das ist zu geil. Übrigens, wenn ich solche Mythical Pets in Standard mal verlosen soll, falls ihr euch dafür interessiert, dann schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare. Kann ich gerne auch nochmal machen. Guck mal, von denen hier habe ich noch nicht genug. Also werde ich wahrscheinlich erstmal die Steampunk Crocodiles und die Magic Ducks alle Gold machen und bin so lange wieder gemutet. Dann gibt es wieder eine Timelapse. So, und ich habe, während ich die Pets Gold gemacht habe, meinen Frevel bemerkt. Ich habe die Ducky Magicians die ganze Zeit Magic Ducks genannt, aber wer juckt sich schon für Ducky Magicians? Wo sind die denn hier? Die sind hier. 62 Millionen. 62 Millionen, das war nicht mal so schlecht. Man muss sich mal vorstellen, in welchen Größen wir inzwischen schon rechnen. 62 Millionen. Naja, dann machen wir jetzt noch ein paar Rainbow. Und jetzt kann ich wieder Eier öffnen gehen. Yeah, wo sind Eier? Hier, Tech Shops. Übrigens habe ich auch Steampunk Eggs gesagt, aber das hier sind die Steampunk Eggs. Das hier sind die Mechanical Eggs. Und die werde ich jetzt weiter öffnen. Ich habe ja jetzt noch ein paar, die ich öffnen kann. Machen wir weiter mit der Timelapse. Warte, so. Bevor ich es vergesse, ich muss mir wieder einen Ultra Lucky Boost reinmachen. Der ist ja abgelaufen, ne? Ja, und der Super Lucky Boost läuft auch bald ab, also kann ich den noch verlängern. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich dachte schon, ich zieh niemals wieder ein Legendary Pet. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Wisst ihr noch damals, als der Luck Forever Game Pass rauskam und ich gefühlt alle 20 Eggs und Legendary gezogen habe? Jetzt habe ich schon, seitdem es diese Tag World gibt, bestimmt so um die 1000 Eggs geöffnet, nicht ein Legendary gezogen. Aber endlich, immerhin habe ich eine Mechanical Spider. Wo ist sie? Wo ist sie? Schatzi, wo bist du hier? Gott, und die Mechanical Spider ist in der Standardversion ungefähr so stark wie der Ducky Magician in Rainbow. Das will schon mal was heißen. Immerhin. Und dann auch nochmal Strength 1. 41.000 existiert. Ich wollte schon sagen, der ist gar nicht so selten wie die anderen Legendaries aus dem Eck davor. Er ist nicht so selten wie, wo habe ich den? Ah, hier. Wie die Technocat. Von denen existieren jetzt auch schon 1,4 Millionen, weil es die schon 2 Wochen lang gibt. Aber die wurde ja noch seltener gezogen. Steampunk Wolf habe ich auch schon welche. Okay. Naja, jetzt erstmal weiter Eier öffnen. Vielleicht kriege ich ja noch den und den. Damit sind wir zu einem Ende gekommen. Ich habe jetzt um die 200 Eggs geöffnet, also wahrscheinlich so 206 oder so Eier geöffnet. Ich habe auch drüber nachgedacht, ja, wenn ich die ganzen Luck Boosts nicht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich höchstens eine von diesen, wie heißen die, von den Steampunk-Fischen gezogen, weil die Chance, den zu ziehen, liegt ja laut dieser Anzeige bei 0,29% und wenn ich 200 Eier öffne, dann ist die Chance, dass ich einen Pet ziehe, auch nicht mal so hoch, ne? Dementsprechend brauche ich mich eigentlich nicht beschweren, aber ich wünschte, ich würde sehr viel bessere Pets ziehen. Ich meine, schaut mal die eröffnenden Videos von Roblox Victor und Roblox Felix. Die ziehen richtig krasse Pets manchmal. Aber die haben ja auch gefühlt alle Game Pets. Ich werde jetzt nochmal die Pets Gold machen, die Pets dann Rainbow machen. Dann werden wir sehen, dass ich, nachdem ich 200 Eggs geöffnet habe, etwa so grob, ja, 5 Pets am Ende daraus beziehen konnte. Also Steampunk-Fisch habe ich inzwischen zum Glück genug, um mindestens einen davon Gold zu machen. So, und jetzt kommen die Crocodiles und die anderen Pets. Das werde ich jetzt auch wieder speedrunnen. Ah, das hat wehgetan. Ah, das sollte ich nicht nochmal machen. Aber ich will es nochmal machen. Oh, Gott sei Dank. Und das war's dann auch wieder. Mehr habe ich nicht, um Rainbow zu machen. Mies, dass ich die 5 goldenen, ich weiß gar nicht mehr, was es waren, verloren habe. Aber naja, so ist das Leben. Ich habe noch eine normale Pocket, woher? Naja, egal. Auf jeden Fall, die Ausbeute ist recht mau. Ich habe, nachdem ich 200 Eggs geöffnet habe, 3 Rainbow Ducky Magicians, 2 Rainbow Happy Computer, die habe ich ja nicht gezogen, 1 Rainbow Mining Mole, 2 Rainbow Steampunk Crocodile. Ich glaube, ich hätte einen zweiten Rainbow Mining Mole gehabt, hätte ich eben nicht bei der 88%igen Chance verkackt. Und einen
goldenen Steampunk-Fisch sowie eine normale Mechanical Spider. Und ich würde sagen, ja, kann man so annehmen. Ich werde auf jeden Fall sehr viel mehr farmen müssen, damit ich bei dem nächsten Livestream auch wieder ein paar Pets zum Verschenken habe. Dann werde ich sicher auch keine Rainbow-Pets verschenken, weil ihr habt gesehen, wie lange es dauert, bis man ein paar Rainbow-Pets zusammen hat. Und das kann ich mir momentan auch nicht leisten und bis zum nächsten Stream sowieso nicht. Aber was hier diese Mythical-Pets angeht, ich kann jetzt übrigens mal Equippen drücken. So, was die Mythical-Pets angeht. Dieser M6 Prototype oder meinetwegen auch der Dark Matter Angelus. Wenn ihr Bock auf... Davon gibt es auch nur 57... Ja, okay, es sind ja auch Mythical Pets, ne? Wenn ihr Bock darauf habt, dass ich diese Pets hier nochmal verlose, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Werde ich noch nicht machen, aber wenn ihr Lust auf solche Pets habt, ich kann da gerne auch weitere Verlosungen machen, kein Problem. Wenn ihr Lust auf irgendwelche anderen Videos habt, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ich habe momentan sowieso nicht so viele Ideen und nächste Woche auch nicht so viel Zeit. Ich werde wahrscheinlich die Videos, die ich im April aufgenommen habe und nie fertig geschnitten habe, in den nächsten Tagen hochladen. Wir haben nämlich Shellshock Live aufgenommen damals und ich habe das Video nie hochgeladen und ich glaube, wir haben sogar drei Videos aufgenommen. Eins ist fertig geschnitten und ich habe keins der Videos bisher hochgeladen. Das werde ich wahrscheinlich gleich noch machen. Und ich habe noch ein paar andere Aufnahmen, aber ich weiß nicht, ob ich die veröffentlichen werde, weil die Aufnahmen, die waren, glaube ich, gar nicht mal so gut. Werden wir sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und ciao!